Vielleicht kennst du das auch. Du interessierst dich für Fotografie, guckst dir auf YouTube gefühlte 136 Videos zu dem Thema an und bist danach noch verwirrter als vorher. Und genau das wollen wir jetzt ändern. Am Anfang meines fotografischen Daseins ging es mir genauso. Ich habe viele, viele Videos gesehen und habe gehört, ich brauche diese Kamera und dieses Plugin und diese Software und diesen Filter und. Und dann reift die Erkenntnis in mir, weniger ist mehr. Zumindest am Anfang. Fangen wir also mal an. Das Wichtigste ist natürlich, die richtige Kamera für dich zu finden. Und wenn du die Kamera in die Hand nimmst, solltest du so ein gutes Gefühl bekommen. Also ohne jetzt zu esoterisch zu werden, sie sollte so diesen kleinen Entdeckergeist in dir wecken. Also du musst Lust haben, dich mit diesem Stück Technik in deiner Hand auseinandersetzen zu wollen. Und wer meinen Kanal kennt, der weiß, bei mir ist das Fuji. Die Fuji-Kameras, die dieses Gefühl in mir wecken, das kann bei dir ein ganz anderer Hersteller sein. Es spielt doch überhaupt keine Rolle, ob das bei dir eine Sony ist oder eine Nikon oder eine Canon. Die Kamera muss zu dir passen. Und dafür ist es wichtig, dass, wenn du die Kamera in die Hand nimmst, erstens passt sie ergonomisch zu dir, ne? Hast du große oder kleine Hände, liegt sie gut in der Hand. Sie sollte dir optisch natürlich gefallen. Und du solltest auch mit der Software klarkommen, mit der Menüführung. Also das sind alles so Punkte, die zusammenspielen und für dich quasi den richtigen Mix ergeben sollten. Und dafür kann ich dir nur empfehlen, fahr in ein Fachgeschäft deiner Wahl, nimm ein paar Kameras in die Hand und finde erstmal raus, welcher Hersteller für dich am besten in Frage kommt und schau dir dann entsprechend die Modelle an. Ganz wichtig dabei, gute Fotos macht nicht die Kamera allein, sondern in erster Linie du machst die guten Fotos. Und die Kamera ist lediglich ein Werkzeug. Und zwar das Werkzeug deiner Wahl und damit solltest du dich wohlfühlen. Das ist das Wichtigste. Bei der Wahl der richtigen Kamera hast du erstmal eine kleine Grundsatzentscheidung zu treffen, nämlich Vollformat oder APS-C. Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Und möglicherweise wirst du mal in ein Gespräch verwickelt, in der dir ja jemand sagt, ja, wer richtige Fotos machen möchte, braucht eine Vollformatkamera. Das ist in etwa so, als ob ich sagen würde, wenn ich mit dem Auto von Hamburg nach Berlin fahren möchte und gut ankommen will, dann brauche ich aber einen Porsche. Ja, eine Vollformatkamera hat Vorteile in gewissen Szenarien, zum Beispiel beim Freistellen von Motiven oder auch in Schwachlichtsituationen. Aber gerade für dich als Anfänger wirst du in den meisten, in den allermeisten Situationen keinen Unterschied zwischen einer Vollformatkamera und einem APS-C-Sensor machen. Wenn du jetzt günstig die Gelegenheit hast, an eine Vollformatkamera zu kommen, gibt es da grundsätzlich nichts gegen zu sagen. Du solltest nur wissen, dass grundsätzlich erstmal eine Vollformatkamera mit einem vergleichbaren APS-C-Gegenstück preislich immer etwas teurer ist. Und dieses etwas teurer zieht sich wie ein roter Faden. Das heißt, jedes Objektiv, was du dazu kaufst, wird im Vergleich zu einem APS-C-Objektiv auch immer etwas teurer sein. Natürlich ist das Objektiv dann auch etwas größer und in der Regel auch etwas schwerer. Also wenn du viel das Ding transportieren möchtest, solltest du diese Punkte zumindest im Kopf haben. Aber auch die beste Kamera nutzt dir nichts ohne ein passendes Objektiv. Und als ich vorhin gesagt habe, du wirst bei den meisten Fotos nicht ein Vollformatfoto von einem APS-C-Sensor unterscheiden, dann hängt das eben auch mit dem Objektiv zusammen, das auf den jeweiligen Kameras drauf ist. Auch mit einer APS-C-Kamera kann ich hervorragend freistellen und ja, einen tollen Look erzeugen. Welches Objektiv ist für dich als Anfänger jetzt relevant? Es ist gar nicht erforderlich, sich gleich ein Bataillon von unterschiedlichen Objektiven kaufen zu müssen. Am Anfang reicht tatsächlich erstmal ein Objektiv. Und hier ist das Thema Standard-Zoom erstmal entscheidend. Viele Hersteller haben ein Kit-Objektiv, das sie halt gleich mit anbieten. Das ist ja meistens bei APS-C ist es meistens irgendwas in der Brennweite zwischen 18 und 55 mm ungefähr. Die Kit-Objektive haben meistens nicht so einen wirklich guten Ruf, weil sie halt so von der Güte her, von der Abbildungsleistung her ja nicht so ganz die erste Wahl sind. Meiner Meinung nach ist das Fuji 18 bis 55 mm Objektiv da eine Ausnahme. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich dir als Anfänger raten würde, nimm dir ein Standard-Zoom-Objektiv, das so die
so einen guten Brennweitenbereich abbildet. Also wie gesagt, bei APS-C ist das irgendwas so zwischen 18 und 55 oder 80 mm, so in dem Bereich. Da gibt's eine vernünftige Auswahl. Auch von Drittherstellern, zum Beispiel Sigma oder Tamron, kann man da ganz tolle Objektive bekommen. Denn die Originalobjektive der Hersteller, egal ob es jetzt Fuji ist oder Sony oder Canon oder wie sie alle heißen, die sind meistens etwas preisintensiver, die Originalobjektive, als wenn ich die von einem Fremdhersteller nehme, ohne dass die wirklich einen erkennbaren Nachteil haben. Na, im Beispiel von Fuji ist es so, ja, da gibt es halt eine Einstellung für den Blendenring, die ja halt bei Fuji immer am Objektiv mit dabei ist. Das ist momentan für die Fremdprodukte noch nicht so. Da muss man das halt über einen Drehregler einstellen. Ansonsten gibt es aber keine wirklich gravierenden Unterschiede. Und wer jetzt erstmal anfängt, der ist, glaube ich, mit einem Fremdobjektiv erstmal gut beraten, weil es eine solide Qualität bietet zu einem sehr interessanten Preis-Leistungs-Verhältnis. Kommen wir zum nächsten Must-Have-Thema und das ist ein Ersatzakku. Es gibt nichts, was enttäuschender ist, als wenn man einen tollen Fotospot gefunden hat, seine Kamera rausholt, ein Foto machen will und man sieht schon beim Einschalten, da ist nur noch ein Balken, der ist schon rot und blinkt einen an und du weißt, deine Fototour ist gleich beendet. Ein Ersatzakku kostet nicht die Welt, kann dir den Tag retten, also kaufen. Nächster Punkt, Fototasche. Gib deiner Fotoausrüstung ein anständiges Zuhause. Also komm nicht auf die Idee, deinen Fotoapparat und deine Objektive in den Rucksack zu packen, wo du auch deine Getränkeflasche drin hast und deine Butterbrote. Da fühlt sich deine Kameraausrüstung nicht wohl und das wirst du dann auch irgendwann merken. Also investiere Geld in einen Rucksack oder in einen Slingbag, was du halt über den Schulter zurst. Und da hast du ordentlich und vor allen Dingen auch stoßgeschützt deine Kamera drin und deine Objektive und was du vielleicht sonst noch so hast. Es gibt auch Varianten, das sind dann meistens so eine Slingbags, wo du halt das dann vor der Brust aufmachen kannst, was dann sehr praktisch sein kann, wenn du mal ein Objektiv wechseln möchtest und eine Ablagefläche hast. Also dafür ist dein Geld gut angelegt. Ist aus meiner Sicht also auch ein Must-Have. Nächster Punkt, Stativ. Ist vielleicht nichts, was du für die ersten 10 Fotos brauchst, aber du wirst feststellen, wenn du bei dem Thema Fotografieren bleibst und du wirst irgendwann in Situationen kommen, in denen die Lichtverhältnisse nicht mehr ganz so optimal sind, wo die Verschlusszeit in einen Bereich kommt, der aus der Hand vielleicht nicht mehr ganz sauber darstellbar ist, also wo das Foto möglicherweise schon unscharf wird, da rettet dich dann ein Stativ. Vielleicht willst du auch mal Fotos von dir selber machen, wo die Kamera dann in der richtigen Höhe positioniert werden muss. Da ist ein Stativ einfach unabdingbar im Verlauf deines weiteren fotografischen Lebens dann ohnehin. Also ein Stativ ist aus meiner Sicht auch ein Produkt, was du unbedingt haben musst. Musst du auch nicht unbedingt gleich ein Wahnsinnsgeld für ausgeben, gibt es ein Riesenangebot. Ein paar von den Produkten, die ich einsetze, verlinke ich auch unten in der Beschreibung. Nächster Punkt, Reinigungsset. Bevor du auf die Idee kommst, auf deinem T-Shirt raufzuspucken und damit das Kameraobjektiv sauber machen zu wollen, kauf dir ein vernünftiges Reinigungsset. Da ist dann in der Regel ein Pinsel mit dabei, wo du Staub wegpinseln kannst, ein kleiner Basebalg, wo du also kontaktlos dann was reinigen kannst oder einen Spray für schwierige Fälle, wenn du wirklich mal raufgefasst hast aufs Objektiv und da Fettflecken drauf sind, mit einem Mikrofasertuch zusammen, kriegst du alles wieder schön sauber und dann steht einem tollen Foto nichts mehr im Wege. Also Reinigungsset unbedingt gleich mitkaufen. Kommen wir zum Blitzlicht. Das Blitzlicht habe ich mit einem Fragezeichen versehen, ob das jetzt wirklich ein Ausrüstungsgegenstand der ersten Stunde sein muss. Es gibt Situationen, in der ist ein Blitzlicht unabkömmlich, keine Frage. Die Frage ist nur, ob du als Anfänger in so eine Situation gleich hineinkommen wirst. Wenn du erstmal sagst, Mensch, ich nehme das mit auf Reisen, ich mache das Street Photography und so weiter, bin da bei Tageslicht, bei optimalen Lichtverhältnissen unterwegs, wirst du so schnell vermutlich kein Blitzlicht brauchen. Wenn du aber sagst, Mensch, ich möchte aber auch viel Indoor fotografieren, Leute, dann brauchst du es natürlich entsprechend eher. Aber auch draußen bei guten Lichtsituationen brauchst du, wenn du eine Gegenlichtsituation hast und da jemanden fotografieren möchtest, brauchst du auch ein Blitzlicht, damit du entweder nicht das eine zu hell oder das andere zu dunkel hast.
Also auch das kann dir passieren. Ein Blitzlicht ist also etwas, was von deinem Anwendungszweck abhängt. Ich mache ein Fragezeichen dahinter, verlinke dir aber auch ein Produkt, von dem ich der Meinung bin, dass es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis darstellt. Ein weiterer Fragezeichenkandidat ist das Thema ND-Filter. ND-Filter ist quasi die Sonnenbrille für deine Kamera und die soll helfen, Überbelichtung zu verhindern, wenn du zum Beispiel bei gleißendem Tageslicht ein Foto machen möchtest und du möchtest aus welchen Gründen auch immer eine Offenblende einsetzen, zum Beispiel um etwas freizustellen vom Hintergrund. Dann wirst du möglicherweise die Situation haben, dass die Verschlusszeit nicht kurz genug sein kann, um da wirklich eine optimale Belichtung deines Fotos zu gewährleisten. Und dann kann ein ND-Filter helfen. Natürlich sind das Situationen, die relativ selten sein werden, weil zum einen ist die kürzeste Verschlusszeit halt wirklich sehr kurz und zum zweiten könntest du auch mit der Wahl deiner Blende entsprechend nachhelfen und hättest da nur Probleme. Ja, wie gesagt, wenn du halt möglichst mit der Offenblende fotografieren möchtest, wenn du wirklich eine sehr helle Umgebung hast, im Schnee, am Wasser mit Spiegelung und so weiter und so fort, aber das werden eher seltene Erscheinungen sein. Aber da könnte ein ND-Filter helfen. Wo das Thema ND-Filter viel wichtiger ist, ist, wenn du mit deiner Kamera nicht nur Fotos machen möchtest, sondern auch filmen möchtest. Da gibt es so eine Faustregel, in welchem Verhältnis deine Framezahl zu deiner Shutterzeit stehen sollte. Und um das zu realisieren, da wirst du um ND-Filter nicht drum herum kommen. Also wenn du auch filmische Ambitionen hast, dann gehören ND-Filter auch ganz klar zu deiner Ausstattung dazu. Zum Thema Fotografie habe ich noch einiges mehr zu Tipps und Tricks. Sieh dich gerne auf meinem Kanal um, da wirst du bestimmt fündig. Getreu dem Motto, weniger ist mehr, soll es das schon gewesen sein an Zubehör, das du unbedingt für deine Erstausstattung in Betracht ziehen solltest. Wenn dir das irgendwie gefallen hat, sei so gut, abonniere meinen Kanal, gib mir ein Like und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.